Hallo und willkommen zum nächsten Teil der Videoserie Bestückmaschine und so weiter. Ich habe natürlich zur Bestückmaschine, weil irgendwie die Platinen ja nicht nur mit Lötpaste versehen werden müssen, die müssen ja nicht nur bestückt werden, sondern die müssen auch irgendwann gelötet werden, habe ich auch noch einen Rieflerofen dazu bestellt. Ich habe hier mal die Philips Kaffeemaschine stehen, also Philips Kaffeemaschine for Scale. Es ist riesig. Das Ding ist riesig, es hat irgendwie 1,20 Meter. Ja, was macht man in dem Video? Ich werde euch mal kurz erklären, was ein Rieflerofen ist, was der macht. Und dann schließt man einfach an. Er braucht Starkstrom. Praktischerweise war ein Kabel dabei. Und praktischerweise ist hier ein Backofen. Das heißt, wir können dann quasi vom Backofen die Stromzufuhr nutzen und den anschließen. Sonst hätte ich hier echt ein Problem, ich habe nämlich keine Starkstromsteckdose. Ja, was ist nun ein Rieflerofen und was macht er? Grundsätzlich ganz einfach, man hat im Prinzip einen Backofen mit einem Durchlaufteil. Also eigentlich ist ein Pizzaofen zum Durchlaufpizza machen, wie bei Corle Pizza und so. Ich habe bisher in einem kleinen Backofen gelötet. Es hat funktioniert, aber es ist halt nicht ideal. Ein Rieflerofen in dem Fall ist ein Gerät, das hat Infrarotheizstrahler drin und mit diesen Infrarotheizstrahlern erzeugt er diverse Temperaturen und zwar verschiedene Temperaturen, denn man kann die Platine nicht einfach so Backofen auf 300 Grad vorheizen, aufmachen, Platine rein, Backofen zu, will schon klappen. Nee, man muss diese Lötpaste, die drauf ist, erstmal aktivieren. Die braucht so eine gewisse Kurve, die gibt es hinterlegt in den ganzen Lieferanten und so. Die haben das alle hinterlegt. Da gibt es gewisse Kurven. Die Maschine hat irgendwie hier standardmäßig eine Handvoll Kurven eingespeichert. Das gucken wir uns dann in einem separaten Video an. Und mit diesen Kurven wird quasi erstmal langsam angeheizt. Da wird die Lötpaste aktiviert. Dann wird relativ schnell, relativ hoch geheizt, dass eben die Lötpaste schmilzt. Und dann wird es wieder so halb langsam abgekühlt und am Ende dann halt richtig abgekühlt. In dieser Maschine sieht es nun folgendermaßen aus, dass wir hier vorne so ein metallisches Förderband haben. Und auf dieses Förderband legen wir unsere Platinen drauf. Das fährt dann langsam rein. Ich freue mich so auf die Geräuschkulisse, wenn es jetzt schon so quietscht. Das fährt hier langsam rein und führt quasi diese Platine erstmal durch unseren Rieflerofen durch. Wir haben eine Maximalhöhe von, ich glaube, 2 cm. Also höhere Bauteile kriegen wir ein Problem. Aber wir haben jetzt hier aktuell 2 cm. Eine dicke Pizza wird da schon schwierig. Was passiert nun in diesem Ofen drin? Dazu klappt man einfach mal auf. Hier oben sind zwei Abluftrohre. Da werde ich dann den Aktivkohlefilter anschließen, der beim Laser läuft. Hinter diesen Abluftrohren befinden sich zwei große Ventilatoren, die entsprechend diesen Rauch, der da halt beim Löten entsteht, da sind ja Chemikalien drin, Flussmittel drin, die dampfen natürlich aus. Und das geht dann nach oben raus und in einen Aktivkohlefilter rein. Hier haben wir in Summe drei kleine Motoren, oben ein kleines Lüfterrädchen, also die kleinen Lüfterrädchen hier sorgen schon mal für eine grundsätzliche Zirkulation, zusätzlich nochmal hier um diesen Kasten. Und in dem Kasten befindet sich jetzt der Haupt-Know-How-Teil drin. Es ist schwer und es fällt, glaube ich, runter, wenn ich es loslasse und dann ist es, glaube ich, kaputt. Wir haben hier diverse Infrarotstrahler drin, die das Ganze aufheizen, also Infrarotheizelemente. Und hinter den Infrarotheizelementen befinden sich ganz, ganz dicke Lüfter, die für Umluft sorgen. Durch diesen sehr geringen Abstand, den wir hier haben, von diesen 2 cm, kann man also hier in dieser Zone, in diesem Bereich, relativ gut eine Temperatur regeln. Hier wird wahrscheinlich vorgeheizt, hier wird wahrscheinlich gelötet selber und hier ist wieder dieses leichte Abkühlen. Ich weiß nicht, wie genau sie es machen. Das sehen wir uns dann an. Auf der Unterseite befinden sich auch komplett durchgängig so Infrarotheizstrahler, die auch nochmal entsprechend dafür sorgen, dass von unten die Platine temperiert wird. Das Gitter fährt dann hier also drüber. Die Platine wird vorgeheizt, wird gelötet. Muss man aufpassen hier. Wir haben überall Thermoisolation und so weiter drumherum und drin. Wird hier gelötet und kommt dann hier hinten wieder raus. Und da kann man jetzt schon mal einigermaßen vielleicht hier unten erkennen, ja, hier unten befindet sich ein Lüfter und hier oben befinden sich zwei Lüfter. Da wird dann die Platine quasi, die wird ja hier schon ein bisschen abgekühlt, langsam abgekühlt. Hier wird sie dann richtig abgekühlt oder halt zumindest so abgekühlt, dass sie hinten nicht die Küche zum Brennen bringt. So der Plan, so sieht es aus. Die Platine rutscht dann hier raus, rutscht hier runter und liegt dann hier in meiner Kaffeemaschine und freut sich, dass sie abgekühlt wird von mir. Wir schließen das ganze Teil jetzt mal an. Und
Schalten Sie da mal ein und gucken, ob es auch funktioniert. Der Stromanschluss befindet sich hinten. Hier ist auch beschriftet L1, 2, 3, Nullleiter und PE. Wir öffnen jetzt mal den Deckel mit dem mitgelieferten Schraubendreher. Wenn er schon dabei ist, dann könnte man auch verschleißen. Wie gesagt, Kabel ist auch dabei. Ein kleines, schönes, dickes, fünfpoliges Kabel. Ich schätze mal mit 2,5 Quadrat. Also die haben da echt was Schönes, Gutes mitgeliefert. Und hier finde ich es auch ganz toll, dass hier ein Deckel drauf ist, um das Ganze aufzuschrauben. Wir haben hier jetzt, wie man ganz schön erkennen kann, Schraubklemmen mit Schutzisolierung oben drüber. Sehr löblich. Und an diesen Schraubklemmen kann man das mitgelieferte Kabel schon mal anschließen. Das Kabel selber hat hier schon Kabelschuhe draufgepresst. Das können wir uns schon mal sparen. Ich öffne das Ganze mal. Ja, das müsste 2,5 Quadrat sein. Würde ich jetzt mal schätzen. Der Ofen selber hat ja 380 Volt und braucht so in etwa 4,5 kW. Da geht also schon was weiter. Wir haben hier beschriftet L, 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 N und gelb-grün natürlich PE. Das Kabel kommt hier unten rein. Wir haben keine Zugentlastung fürs Kabel, aber ja, 5 Klemmen sind mehr als Zugentlastung genug, oder? Was sagen da die Elektriker dazu? Bin da ziemlich optimistisch. Oh Gott, PE geht schwer zu schrauben. Vermutlich, weil PE auch direkt irgendwie mit der Hutschiene verschraubt wird. N kann ich auch noch benamsen. N wäre der blaue gewesen. Und jetzt habe ich keine Ahnung. Vermutlich gibt es irgendeine Reihenfolge, farbkodiert, was L1, L2 und L3 ist. Ich weiß die aber nicht, diese Farbreihenfolge. Also schauen wir lieber mal nach. Ja, ich habe nachgeschaut. Die Farbbelegung gibt es so nicht. Ich finde es jetzt auch schön, dass hier oben ein gelbes Kabel hinkommt. Das kann ich auch nicht eins zu eins durchverbinden. Normalerweise wäre es schwarz, grau und braun oder schwarz-brau, grau oder schwarz-braun, grau oder so ähnlich. Keine Ahnung. Wir machen also mal für L1 schwarz, so wie das eigentlich üblicherweise gedacht wäre für L1. Dann weiter mit rot. Grau, grün kommt auch noch ungefähr hin. Wir fotografieren es dann einfach ab. Grundsätzlich ist es eh egal, wie man es anschließt. Von dem her kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ich merke mir das jetzt einfach schwarz, rot, grün für unsere L1, L2 und L3. Das Ganze hier gefällt mir nicht so übertrieben gut, muss ich sagen, dass das jetzt hier frei dranhängt. Dem spendieren wir jetzt noch irgendwo eine Entlastung, dass wir hier nicht direkt an dem Kabel da oben ranziehen, an dieser Schraubklemme, sondern dass das irgendwo zugentlastet wird. Also natürlich als allererstes gucken, ob das Ding stromfrei ist. Dafür bietet sich immer ein Lügenbolt an. Dann kann man das schon mal super testen. Ich versuche jetzt mal, ich habe entweder den Backofen eingeschaltet oder den Rieflerofen. Ich werde da nie beides dran haben. Deswegen gucke ich jetzt mal, ob ich hier beide Kabel drin Platz habe. Nicht zu Hause nachmachen bitte. Aber ich glaube eher, könnte sich ausgehen. Alle Elektriker werden jetzt wahrscheinlich im Dreieck hüpfen. Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn das wirklich ganz, ganz, ganz schlecht ist, was ich hier mache. Weil dann lass den Backofen weg. So, dann schrauben wir mal die Dinger rein und schauen dann, ob das auch soweit funktioniert. So, und grün auf grau, schwarz auf schwarz, rot auf braun, PE auf PE, blau auf blau. Also rein theoretisch hat es jetzt schon mal Strom. Habe ich ja gerade angeschlossen da hinten. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich nehme jetzt mal den Notaus hier raus. Passiert nochmal nichts und dann drücken wir einfach mal hier auf On. Ja. Gott, ist die laut. Also da freue ich mich nicht. Motor. Das wäre das Förderband, das läuft schon mal. Kann man auch die Geschwindigkeit einstellen. Schnell bis langsamer. Die Lüfter hinten laufen schon mal. Und hier hat man jetzt irgendwelche Profile, die man über diese Kurve
hier einstellen kann. Also, wie es dann funktioniert, das Ganze. Okay, mal, ob ich das jetzt irgendwie so hinkriege mit der Kamera. Ja, perfekt. Wie es alles funktioniert, das Ganze, schauen wir uns dann in einem separaten Video an. Bis nächste Woche, würde ich sagen. Danke fürs Reinschauen. Ciao.